So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer TV-Lokalsender. Steffen Dittes, der Fraktionschef der Partei Die Linke im Thüringer Landtag, steht neben mir. April ist das Thema. Ja, was ist Gutes gelaufen in den vergangenen 3 Tagen? Wir hatten, glaube ich, eine ganz turbulente Parlamentssitzung, gerade heute am letzten Tag. Thema war zum wiederholten Mal der Bericht des Landesrechnungshofs, ging um die Einstellung von Staatssekretären bzw. persönlichen Mitarbeitern. Die CDU hatte ja gestern am Rande des Plenums beantragt, dass wir in 2 Wochen uns zum Sonderplenum treffen, weil sie über einen Untersuchungsausschuss reden will. Und ich finde, wenn man zusammenkommt, dann kann man auch über die Gegenstände reden. Und deswegen haben wir heute als Koalitionsfraktion gesagt, dann lasst uns heute drüber reden. Wir brauchen kein Sonderplenum. Wir brauchen auch nicht die politische Inszenierung, das Schauspiel, sondern wir wollen an der Sache Transparenz schaffen und Klarheit schaffen. Und deswegen gab es heute noch ein paar Versuche über Justizausschuss, Ältestenrat der CDU, das zu verhindern. Aber der Ältestenrat hat dann den Weg auch freigemacht und auch der Justizausschuss. Aber der Untersuchungsausschuss ist gebildet. Ja, aber nicht so, wie CDU und FDP ihn eigentlich haben wollten, ne? Ja, man muss vielleicht grundsätzlich dazu sagen, ich halte das für eine ganz schwierige Diskussion, die wir gerade erleben, weil, um es auch in aller Deutlichkeit zu sagen, das Laufbahngesetz, übrigens auf Initiative der CDU und mit den Stimmen der CDU 2014 beschlossen, es galt in dieser Form auch schon davor, auch von der CDU-Regierung damals auf den Weg gebracht, sieht vor, dass die Stellen für Staatssekretäre, Büroleiter, persönliche Mitarbeiter, Pressesprecher in den Regierungsfunktionen nicht ausgeschrieben werden müssen. Der Rechnungshof stellt jetzt in seinem Bericht fest, wie Wunder, die Rechtslage wurde eingehalten, diese Stellen wurden nicht ausgeschrieben und macht das zum Ausgangspunkt seiner Bewertung, dass dort rechtswidrig gehandelt worden sei, weil keine Bestenauslese vorhanden ist. Selbst schweigt er aber, wie eine Bestenauslese erfolgen soll, wenn man nicht ausschreiben muss. Und ich finde, es ist auch richtig, dass Staatssekretäre und auch Büroleiter und auch Pressesprecher und auch persönliche Referenten nicht ausgeschrieben werden müssen. Menschen wählen zur Wahl politischer Parteien, weil sie wollen, dass sich Regierungsmehrheiten bilden, entsprechend der politischen Ziele von Parteien. Und dieses politische Wertesystem von Parteien, die eine Mehrheit im Landtag haben, die eine Regierung bilden, muss sich natürlich auch in den Funktionen der Regierung wiederfinden. Nicht in der Kernverwaltung, nicht in der Verwaltung, aber in den Funktionen der Regierung. Und dazu gehören neben den Ministern natürlich auch die Staatssekretäre. Es gehören dazu die Leiter der Büros der Minister und Staatssekretäre und die persönlichen Referenten und auch die Pressesprecher, die die Politik der Regierung nach außen vertreten. Dieses besondere, notwendige politische und persönliche Vertrauensverhältnis führt halt zu der Gesetzeslage, die in allen Ländern gleich ist, nicht einzigartig in Thüringen, dass diese Stellen nicht ausgeschrieben werden müssen, sondern besetzt werden. Und selbstverständlich hat jeder Minister, jeder Ministerpräsident das Interesse daran, wirklich den geeignetsten, die geeignetste Bewerberin auf den Posten zu setzen. Aber das Auswahlverfahren ist eben anders und nicht vergleichbar mit einer Beamtenstelle in der Verwaltung. Nun hat aber Rot-Rot-Grün dafür gesorgt, dass der Untersuchungszeitraum im Prinzip auch verlängert wurde auf 2009 bis 2014, also auch unter der CDU-Regierung. Wenn Sie sagen, war das notwendig? Ist das wichtig gewesen oder soll es, wie es hier anklang, bei den Oppositionsparteien ein bisschen den Auftrag erschweren? Ja, ganz so gar nicht, sondern den Auftrag eigentlich erleichtern und auf das Wesentliche konzentrieren. Der Rechnungshof sagt nicht, wir haben so und so viele Einzelfälle gesehen, in denen Fehler passiert sind, rechtswidriges Handeln und so weiter, sondern der Rechnungshof sagt, es gab ein systemisches Versagen oder rechtswidriges Verhalten. Und wenn es praktisch um das System geht, muss man ja auch mal die Frage stellen, was ist eigentlich das System, was demnach in allen Ministerien seit 2014 vorherrscht? Und muss man vielleicht auch mal die Frage stellen, hat dieses System auch möglicherweise schon vorher bestanden? Und das ist nach meiner Erfahrung ganz eindeutig der Fall. Ich habe es etwas suffisant gesagt. Ich glaube, dass jeder CDU-Generalsekretär, der mal seine Funktion in der Partei verloren hat, mittlerweile in der Landesverwaltung arbeitet, den Weg über die Staatskanzlei in den Ministerien gefunden hat. Ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, wer in die Staatskanzlei in die Ministerien reingeht, wird sehen, dass wir die Verwaltungspraxis im Prinzip nicht 2014 geändert gesehen haben, sondern genau dieses System mal betrachtet werden muss. Warum ist es eigentlich notwendig, dass Staatssekretäre politisch auch besetzt werden und die natürlich auch Mitarbeiter in ihrem engsten Umfeld als persönliche Referenten haben, denen sie politisch und persönlich vertrauen. Wenn ich das interpretiere, würde ich das so sehen, dass Sie sagen, dann ist danach auch Klarheit geschaffen.
Das habe ich auch im Landtag gesagt. Mit dem Untersuchungsausschuss werden wir ja mehrere Dinge machen können. Wir werden die Rechtslage nochmal klarstellen können. Ich habe sie eben genannt. Sie ist ein bisschen aus der öffentlichen Auseinandersetzung entglitten. Im Untersuchungsausschuss wird sie natürlich eine Rolle spielen. Da kann man nicht dran vorbeigehen. Man wird den Vergleich mit anderen Bundesländern, auch mit der Bundesregierung, ziehen müssen und sagen, wie ist eigentlich die Verwaltungspraxis in den anderen Bundesländern und auf Ebene der Bundesregierung. Schauen Sie sich einfach nur die Staatssekretäre der Bundesregierung an. Da werden Sie keinen finden, der mit der politischen Überzeugung des Ministers nicht in Übereinstimmung steht, sondern das ein wesentliches Merkmal gewesen ist der Ernennung. Und wir werden dann natürlich auch, wenn es darum geht, dass es Systemisches ist, was der Landesrechnungshof festgestellt hat, feststellen, wie lange hat eigentlich dieses System in Thüringen schon Bestand, und werden feststellen, dieses System funktioniert so nach seit 1990. Das hat nichts mit Vetternwirtschaft zu tun. Das will ich auch nochmal deutlich sagen. Meine Kritik an der CDU ist nicht die Kritik, dass ich ihr vorwerfe, sie haben es genauso gemacht. Ich werfe ihr vor, dass sie die Prinzipien, die notwendig sind, um politische Bildung von Regierung nach politischen Wahlen zu ermöglichen, diskreditieren und damit das Vertrauen in demokratische Institutionen zu zerstören. Und das nutzt am Ende nur der AfD. Ich glaube, wir müssen sehr viel transparenter, sehr viel ehrlicher und sehr viel begründeter darstellen, warum manche Entscheidungen im Zusammenhang mit Regierungsbildung auch so gelaufen sind. Und zwar unterschiedslos, welche Regierung gerade die Mehrheit hatte. Ein anderes Thema im Land, vor allem bei den Kommunen und Landkreisen, ist im Augenblick die Finanzierung der Flüchtlingsfolgen. Das ist eine große Diskussion. Der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringens, Michael Prichzi, hat in einem Gespräch mit unseren Sendern darauf hingewiesen, dass die Situation nach wie vor schwierig und prekär sei. Wie steht denn die linke Fraktion dazu? Michael Prichzi sagt, auch die Landesregierung kann sich da nicht aus der Verantwortung stehlen, egal was in Berlin passiert. Ja, wir stehen sozusagen als Land immer zwischen allen Stühlen. Wir sind bis auf ganz wenige Ausnahmen das System im Föderalismus, was über keine eigenen Steuereinnahmen verfügt. Grunderwerbssteuer oder Biersteuer sind da nicht ausreichend, den Landeshaushalt auch nur annähernd zu finanzieren. Da kommen wir in Summe noch nicht mal auf 100 Millionen Euro. Das heißt, der Bund nimmt die Steuern ein und verteilt das Geld an die Länder und stellt natürlich auch für Aufgaben der Kommunengelder zur Verfügung. Die Kommunen haben auf gemeindlicher Ebene, nicht auf Landkreisebene, eigene Einnahmen durch Steuern und Abgaben. Und jetzt haben wir natürlich eine wirklich großartige Leistung im letzten Jahr erlebt. Die Bundesrepublik hat zu Recht Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, untergebracht. Und die Bundesregierung hat aber auch eine politische Entscheidung getroffen, diese Geflüchteten aus der Ukraine in den Bereich des Sozialgesetzbuches 2 zu heben. Und damit kommen sie aus dem Finanzierungssystem zwischen Land und Kommunen im Prinzip raus. Wir haben für Geflüchtete nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Land die 100%ige Kostenerstattung der Kosten vom Land gegenüber den Kommunen. Bei dem SGB II und SGB XII-Bereich ist das aber nicht so. Dort bezahlt der Bund ungefähr 2/3 der Kosten und 1/3 der Kosten verbleibt bei den Kommunen und wird dann natürlich über spätere Finanzausgleiche auch ausgeglichen, weil beispielsweise Geflüchtete im SGB II-Bereich als Einwohner gelten und damit auch in die Finanzierung mit reingerechnet werden. Und bei der Bedarfsermittlung für die Ausgaben werden diese Kosten in Höhe von 1/3 der Sozialausgaben auch mit eingerechnet und werden in den Folgejahren erstattet. Das heißt, wir haben ein sehr viel komplexeres System. Die Herausforderung ist jetzt, und das ist die Kritik des Gemeindestädtebundes, dass die Zunahme so extrem war in einem Jahr, dass im Prinzip der Ausgleich in 2 bis 5 Jahren zu spät kommt. Und da müssen wir eine gemeinsame Verabredung finden. Da ist der Bund aus meiner Sicht in der Verantwortung, weil er auch die politische Entscheidung getroffen hat. Das appelliert auch die Thüringer Landesregierung an den Bund. Ich will aber auch eines abschließend sagen. Wir sind ein föderales System aus Bund, Ländern und Kommunen. Es gibt nicht in diesem föderalen System eine Säule, die sich praktisch aus der gesellschaftlichen Verantwortung herausnehmen kann und sagen, die anderen tragen die Verantwortung. Föderalismus funktioniert, dass jeder seine Aufgaben hat, jeder auch Belastungen trägt, wenn die beispielsweise in so einer Situation, die humanitär verantwortet ist, auf uns zukommt. Und dann muss man eben gemeinsam diese Aufgabe schultern. Es kann nicht sein, dass sich der Bund oder die Kommunen versuchen, in diesem Prozess schadlos zu halten. Wir haben jetzt 4 Monate sind vergangen im Jahr 2023, Zeit für eine Dritteljahresbilanz für die Arbeit im Thüringer Landtag. Wie fällt die aus Sicht des Chefs der größten Fraktion im Landtag aus?
Also Politiker schaut man ja ungern nach hinten, sondern am liebsten nach vorne. Wir werden ja auch bei der nächsten Wahl nicht deswegen gewählt, weil wir in der Vergangenheit was Gutes gemacht haben, sondern die Leute wollen wissen, was wir in der Zukunft machen. Aber ich sage mal, wir haben auch wesentliche Entscheidungen auf den Weg gebracht, auch in dieser Sitzung. Ich will beispielsweise im Bereich der Stärkung der Erzieherausbildung, Kindertagesstätten, Kindergartenbereich nennen, ein wichtiges Signal auch der Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung an die Kommunen, dass wir den Erzieherbedarf versuchen auch zu decken. Riesenherausforderung, Demografiebereich. Wir haben einen Prozess zum Schulgesetz angefangen, weil wir glauben, wer will, dass sich in diesen Strukturen insgesamt nichts ändert, der sorgt dafür, dass im Prinzip alles den Bach runtergeht und damit auch Bildungschancen für Kinder und Jugendliche in der Zukunft nicht mehr bestehen. Wir müssen unsere veränderte Bedingungen einstellen. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, wir haben jetzt eine Energiekrise, jetzt sage ich mal, so halbwegs gemeistert. Große Kostenbelastung für Unternehmen, aber insbesondere für Familien, auch durch die Inflation im Lebensmittelbereich. Wir müssen Strukturen und Bedingungen schaffen, die uns nicht wieder in einem Jahr vor eine neue Krisensituation stellen, sondern wir müssen Strukturen und Bedingungen schaffen, dass wir praktisch nicht wieder in eine solche Krisensituation reinkommen. Das heißt, wir müssen in Nachhaltigkeit investieren. Und da haben wir heute einen Antrag als rot-rot-grüne Koalition im Landtag. Eine Frage zum Blick in die Zukunft noch. Es gab am Donnerstag eine Umfrage der Funke Tageszeitung in Thüringen. Die Linke hat verloren an Prozenten. Die AfD ist im Augenblick, wird heute gewählt, laut dieser Umfrage stärkste Kraft. Das stimmt. Alles so wie immer? Das stimmt mich überhaupt nicht froh und da ist es gar nicht der Wert für die Linke, sondern das ist nun mal so, den muss man annehmen, auch als Herausforderung, da muss man um Zustimmung werben. Was mich aber sorgt, ist bei den 28% für die AfD, dass Ausdruck dieser Zustimmung ein tiefes Misstrauen in demokratische Institutionen und auch in die Verantwortungsträger liegt, die in dieser Demokratie Verantwortung übernehmen. Und ich finde, alle auch in den demokratischen Fraktionen, die weiter an diesem Misstrauen an den demokratischen Institutionen arbeiten, sollten diese Umfrage zum Anlass nehmen, ihr politisches Handeln zu überdenken. Wir müssen werben für die Demokratie, wir müssen werben für demokratische Institutionen, wir müssen werben für Vertrauen an die, die Verantwortung übernehmen. Und wir müssen darüber reden, warum Entscheidungen in komplexen Situationen auch manchmal komplex zu erklären sind. Wir müssen eine Bedingung in der Politik schaffen, auch im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, die solchen Demagogen und Populisten vom extrem rechten Rand wie der AfD unmöglich machen, dann wirklich auf solche Zustimmungswerte zu kommen. Steffen Dittes, Chef der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.